In vielen Videos von mir ist die große Schrägseilbrücke zu sehen und es gibt immer wieder Fragen dazu. Also habe ich nun diesem besonderen Bauwerk ein eigenes Video gewidmet und gehe hier besonders auf die Technik dahinter, den Bau und die Idee ein. Alles begann mit dem Teppichbahnen in Kassel in der Kulturfabrik Salzmann. Dort gibt es in der ehemaligen Diskothek Stammheim eine weitläufige Podest- und Stufenlandschaft, die förmlich dazu einlädt, vom Fußboden aus abzuheben. Innerhalb eines halben Jahres entstanden die ersten zwei Pylone und 10 Meter Brückenfahrbahn. Ziel war es, eine universell einsetzbare und transportable Brückenkonstruktion zu bauen, die möglichst leicht, einfach und stabil ist. So kam das Konzept Schrägseilbrücke ins Spiel, wobei die Seile eine echte tragende und nicht wie bei vielen anderen Modellbrücken nur optische Funktion einnehmen sollten. Dadurch kann der Fahrbahnträger extrem dünn ausfallen. Die Drahtseile sind aus dem Schiffsbedarf. Für die gesamte Brücke waren mehrere hundert Meter notwendig und werden mit Quetschhülsen zu einer Öse geführt, die man dann an Schrauben einfach einhängen kann. Die Drahtseile halten gleichzeitig auch die 15x15 mm L-Plastikprofile, die als Absturzsicherung dienen. An der Pylonspitze werden die Drahtseile zusammengeführt und durch mit großen Quetschhülsen ausgekleideten Bohrlöchern im Innern des Pylons auf einer Lüsterklemmenbatterie festgeklemmt. Hier kann dann die Neigung der Brücke und die Wölbung eingestellt werden. Der Pylon selbst besteht aus mehreren Teilen. Der 1,20 Meter hohe Mittelteil wurde zuerst gebaut. Aus 20 mm Tischlerplatten wurden zwei Querschnitte ausgesägt, die mit Dachlatten von innen ausgekleidet und verstärkt wurden. Dieser Grundbau wurde dann mit Sperrholzplatten von außen verkleidet. Dieses Mittelstück kann auf beliebig hohe Stempel gesetzt werden. Bis 1 Meter Fahrbahnhöhe über dem Boden wurde schon Verschiedenstes aufgebaut. Auch in der Länge ist die Brücke sehr variabel. An einem Pylon können Fahrbahnlängen in 1 Meter Schritten von 1 bis 6 Meter Brückenlänge eingehängt werden. Da im Teppichbahnkreis insgesamt 3 Pylone vorhanden sind, sind mit Zwischenstücken und Brückenköpfen insgesamt eine maximale Brückenlänge von 20 Metern momentan möglich. Dieser Güterzug benötigt ungefähr eine Minute, um die Brücke in der gesamten Länge zu überqueren. Ein Fahrzeug benötigt auf der gesamten Runde, die hier ungefähr 50 Meter lang ist, ungefähr 3 bis 5 Minuten. Die Brücke kommt nicht nur auf Treffen zum Einsatz. Durch die variable Länge steht sie zum Beispiel bei mir zu Hause permanent immer in einer 3 Meter Version aufgebaut. Die Brückenbeleuchtung ist ebenfalls modular und wurde nachgerüstet. Sie besteht aus selbstgebauten SMD-Leuchtdiodenlaternen, die mit Cinch-Steckern in den Fahrbahnträger eingesteckt werden. Doch die Brücke alleine ist nur die halbe Miete. Die Strecke dorthin ist meist eine eigene und nicht weniger wichtige Herausforderung, die mit maximal 2,5% recht lang werden kann. Das heißt, wir fahren in diesem Beispiel nun vom Fußboden aus auf eine Höhe von plus 40, wo der Brückenkopf liegt. Wir brauchen für diese Höhe rein rechnerisch mindestens 16 Meter, da die Kurven hier etwas flacher gebaut sind, ist es real dann doch etwas mehr Strecke. Mit der Selbstbautrasse einer selbstgebauten, mehrsystemfähigen Gleisart ist das Aufstellen dann relativ einfach, da sie auf 6 mm Holz gebaut wurde, das sich mit diesen Stempeln relativ leicht und unkompliziert aufstellen lässt. Jedoch sind bei 40 cm Höhe die Grenzen dieses Systems erreicht, da die Trasse dann irgendwann zu kippelig wird und eine Stufenlandschaft vonnöten wäre, um eine höhere Höhe zu erreichen. Doch wo ist sonst dafür Platz, wenn nicht beim Teppichbahning? Das war es erstmal soweit von der Schrägseilbrücke.